Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Meistersprechstunde. Heute geht es um ein ganz spannendes Thema und zwar Hornspäne als Dünger. Hornspäne ist ein fast reiner Stickstoffdünger. Der größte Teil besteht aus tierischen Proteinen. Im Durchschnitt liegt der Stickstoffanteil zwischen 12 und 15%. Weitere Nährstoffe wie zum Beispiel Phosphat, Schwefel und Kalium sind extrem niedrig bei der Hornspäne. Noch einen kleinen gärtnerischen Hintergrund. Stickstoff ist ein reiner Wachstumsmotor und liefert Längenwachstum und Blätter. Für Blüten und Fruchtbildung werden aber auch noch andere Nährstoffe benötigt. Um ein ausgeglichenes Wachstum, Blüten und Früchte zu fördern, empfehle ich daher eine Volldüngung im Frühjahr, zum Beispiel von Oskorna oder von Coxin. Nur als Zusatzdünger ist Hornspäne anzusehen. Noch zu beachten auf jeden Fall, Hornspäne hat eine lange Zeit im Boden, bis es von den Bodenlebewesen zersetzt wird und dann überhaupt der Pflanze zur Verfügung steht. Da ist auch ganz wichtig zu beachten, wann es ausgebracht wird. Sehr früh im Jahr zum Beispiel, da ist zu beachten, dass keine Schneedecke liegt, also es sollte schon direkter Kontakt zum Boden sein. Oder der Spätherbst, also im November herum. Die Bodenlebewesen zersetzen diese Späne und sobald es wärmer wird, steht dann sofort der Pflanze schon der erste Stickstoffschub zur Verfügung. Die düngende Wirkung der Hornspäne ist stark abhängig von der Bodentemperatur und der Feuchtigkeit des Bodens. Somit kann die Stickstoffversorgung je nach Körnergröße mehrere Monate anhalten. Also hat eine Langzeitwirkung. Nicht für alle Pflanzen auf jeden Fall geeignet. Zimmerpflanzen, Kübelpflanzen sind Pflanzen, die nicht für die Hornspänendüngung geeignet sind. Einfach weil in dem Topf zu wenig Bodenleben herrscht, was dann halt die Hornspäne zersetzen soll. Und somit wird das halt nicht freigesetzt für die Pflanzen. Hier möchte ich euch noch mal so ein bisschen die Strukturen erzählen. Das hier ist jetzt die klassische Hornspäne und hier ist das noch mal etwas feiner, also Hornmehl. Natürlich ist das so, dass das Hornmehl schneller von den Bodenlebewesen zersetzt wird und somit auch schneller für die Pflanzung zur Verfügung steht. Bei den Spänen dauert das einfach noch etwas länger, weil die Struktur ja sehr viel gröber ist. Wenn jetzt einfach noch eine Frage auftritt, ja, welches soll ich denn jetzt nehmen? Also ich würde es jetzt einfach so machen, das Mehl würde ich jetzt im Frühjahr ausbringen und die Späne würde ich im Herbst ausbringen, einfach weil man im Herbst dann bis zum Frühjahr noch ein bisschen mehr Zeit hat und da hat das einfach noch ein bisschen mehr Zeit, um sich zu zersetzen. Im Frühjahr möchte man ja relativ schnell Stickstoff für die Pflanzen haben, deswegen das Mehl dann im Frühjahr ausbringen. Es gibt einige Pflanzen, die sehr stickstoffliebend sind, also zum Beispiel Rhododendron, alles immer Grüne kann man eigentlich sagen, Kirschlorbeer, auch Eibe und solche Pflanzen, die ja im Prinzip das ganze Jahr über Laub haben, die brauchen immer etwas mehr Stickstoff und da würde ich auf jeden Fall im Herbst noch mal eine kleine Hornspänegabe geben, damit sobald es warm wird im Frühjahr sofort etwas Nahrung zur Verfügung steht, weil diese Pflanzen haben ja auch über Winter die Photosynthese betrieben und damit die gleich Nährstoffe bekommen und keinen Hunger leiden können. Aber auch hier auf jeden Fall die Grund- und die Volldüngung, die würde ich auch trotzdem noch mal geben, damit halt das ganze Menü zur Verfügung steht. Eine Frage ist auf jeden Fall noch mal ganz, ganz wichtig zu betrachten. Ist Hornspäne für Hunde und Katzen giftig? Da muss ich ein kleines Vorwissen einbringen. Hornspäne stammt von den Hörnern und von den Hufen geschlachteter Kühe und nicht nur von Biobauernhöfen. Zum Beispiel, wenn Kühe jetzt Antibiotika bekommen oder sie sind krank und bekommen Medikamente, lagern die Tiere das im Horn und in den Fingernägeln, also im Fußhorn an. Und wenn das dann geschnitzelt wird, und dann von den Bodenleben wieder zersetzt wird,
werden diese Schadstoffe wieder freigegeben. Deswegen würde ich wirklich aufpassen, dass Hunde und Katzen nicht so viel davon fressen. Dieser Geruch ist einfach zu spannend für die Tiere, dass sobald man das ausgebracht hat, eigentlich die Tiere sich darauf stürzen, weil für die riecht das halt sehr lecker. Ich würde wirklich sagen, wenn sie was davon fressen in kleinen Mengen, ist das vielleicht in Ordnung, aber man sollte immer darauf aufpassen, dass sie nicht so viel davon aufnehmen. Das Ganze ist auch immer eine sehr persönliche Sache, wie man das so sieht. Ich hoffe, dass ich euch so ein bisschen den Einblick geben konnte, welche Stellung die Hornspäne im Düngerregal einnimmt. Einfach, dass das nicht das ganze Menü ist, sondern nur ein kleiner Teil, dass das nicht alles sein kann für die Pflanze, dass auf jeden Fall noch die Grunddüngung stattfinden soll. Wenn Fragen dazu auftreten, noch gern an die meistersprechstunde@pflanzmich.de. Vergesst bitte nicht, den Kanal zu abonnieren. Über ein Like würde ich mich immer sehr freuen. Bis dahin eine schöne Gartenzeit. Ja.